Der dynamische. Was in aller Welt war das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Es war wie in einem Albtraum. Habt ihr das Ding gesehen? Der klaffende Mund, diese toten Augen. Was immer es auch war, es ist weg. Um ein Haar hätte das Ding mich erwischt. Es war so knapp. Es war ein Riesenschreck für dich. Uns alle. Aber wenigstens sind wir entkommen. Okay. Tja, da sag doch mal, es geht uns allen gut. Stimmt. Ein Glück, dass wir noch leben. Wir sind erstmal sicher. Ich will versuchen, mal wirklich... Ich will jetzt sofort wissen, was meinem Pendant auf der Brücke passiert ist. In dieser Gruppe mal ein bisschen Harmonie herrschen zu lassen. Du kannst es doch selbst denken. Ah, okay. Es bis ins kleinste Detail durchzugehen, hilft niemandem von uns. Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Oh nein. Oh Gott, da hinten im Hintergrund, hast du das gesehen? Verschwinden wir hier. Aber das, was doch jetzt gerade... Wen steuerst du jetzt? Angela? Angela. Okay. Aber das, was doch jetzt... Gott, da hinten ist was. Was doch jetzt aus dem Fluss da kam, war das nicht Angelas Pendant? Ja, also wahrscheinlich halt die, die Angela, die damals quasi ertränkt wurde. An Ketten. Oh Gott, na super. Hier liegt Isaac. Isaac Wohl. 43 Jahre, verstorben am 21. Oktober 1702. Ruhe und Frieden. Okay. Rest in peace, Bruder. Können wir hier noch irgendwas anderes noch? Wir können uns nur den Grabstein anschauen. Können wir uns jetzt jeden Grabstein anschauen? Ich weiß nicht. Also Andrew. Wo kommt er denn auf einmal her? Alter Schleicher, ey. Aber cool irgendwie. Also Andrew, guck mal, er ist so richtig dreckig jetzt. Ja, stimmt. Er ist nicht mehr so clean und nicht mehr so sauber. Das ist natürlich ganz geil. Können wir weiter? Ich fühle mich hier nicht sicher. Ja, dann... Okay, dann halt... Gehen wir weiter. Mann. Ich muss mal sagen, was ich so ein bisschen als... mein Problem mit diesem Spiel ist, ehrlich gesagt, ist die... Ja, die Chemie unter den Charakteren an sich irgendwie, also... Da sind ja nur Reibungspunkte irgendwie. Ja, also Angela ist ja wirklich echt mega stutenbissig irgendwie. Und ja, John ist... Also Johnny, warum ausgerechnet hier? Los, weg hier. Ja. John Boy. Wir hatten jetzt gerade eine Abzweigung. Ich bin jetzt einfach mal hier rechts lang gegangen, wegen dem Tor. Weiß aber nicht, ob du in die andere Richtung wolltest, weil es sind ja hier deine Charaktere. Weil hier sieht es aus, als ob wir im Kreis laufen. Dann geh doch mal da lang. Vielleicht finden wir da sogar noch irgendwie vielleicht eine Postkarte, die uns vielleicht einen Hinweis gibt irgendwie. Okay. Gucken wir noch mal, was es hier so Feines gibt. Ach, guck mal, eine Bank. Da können wir uns hinsetzen. Aber hier ist ja schon wieder ein Grabstein, den wir uns hier wieder anschauen können. Weil wir sind doch von hier gerade gekommen, oder? Genau, richtig. Dann werfen wir nochmal einen Blick rauf. Hier lies Abraham Alistair, verstorben am 13. Februar 1699. Factum fieri infectum non potest. Ja. Das heißt? Die letzten wären... Jetzt beißen die Hunde, ich hab keine Ahnung, was das heißt. Ich weiß es nicht, irgendwie. Ja, ich kann es dir leider auch nicht sagen. Der Dümmste bauert die dicken Kartoffeln, ich weiß es nicht. Exit, guck mal. Ach nee, warte mal. Wir sind von hier sind wir vorhin gekommen. Stimmt. Na dann, gehen wir doch mal kurz in den Gang da mal rein. Genau. Maybe we find something interesting stuff. Weil hier war jetzt der Grab. Was haben wir hier? Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass das jetzt hier wieder dann gleich in der Cutscene endet. Dann ist es so irgendwie. Also es sind unsere Entscheidungen im Spiel, die das Spiel definieren. Die Story in dem Falle, ne, irgendwie. Da ist eine Bank und... Da könnte natürlich eine Postcard sein. Was ist denn das? Was ist das denn für ein Ding? Ein Keks? Was? Ein Amulett? Ein Sonnenamulett. Geheimnis gefunden. Der Sonnenglücksbringer. Okay. Ist ja jetzt erstmal nicht schlecht. Leg dir doch nicht zurück. Nee, ich kann es nicht mitnehmen. Angela, nimm mit. Ich würde es gern mitnehmen. Wir können uns hier jeden Grabstein können wir uns hier angucken. Na komm, den gehen wir mal durch. Megan Rille Clark. Ah, guck mal hier. Megan Rille Clark. So jung stirbt. Die anderen hießen noch A. Clark, wa? Ja.
Und Megan war doch die kleine Schwester, genau. 12 Jahre alt. Hm. Na, das ist ja ein Traum. Das ist ja ein Traum. Cool. So, wenn nochmal hier. Dennis. Ach, ist das F und R sind immer die zweiten Namen? Also Dennis, Friedrich, Clark oder so anscheinend. Dann müssten wir doch jetzt aber auch... Ach so. Im Worst Case... Ach so. Weil das ist ja hier anscheinend die Clark-Familie. Die ja, ist ja da... Das wird wahrscheinlich Andrews sein. Nee, das ist Tonya. Okay. Ich dachte, da kann man das nicht sehen vielleicht irgendwie. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Beeindruckend, dass noch jemand dieses Grab besucht. Okay. Was ist denn hier Anne Clark? Liebevolle Mutter, also sie, ne? Ja, und jetzt wird bestimmt daneben der Vetter liegen. Na, Andrew habe ich auch noch nie gelesen. Nee. James, also, genau. Oder in dem Fall war es ja nicht Andrew, das war ja... Anthony. 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 Aber auch er ist hier nicht vertreten. Warum guckt er da so alleine in die Richtung? Na, ist halt Blavich, ne? Irgendwie steht er in der Ecke. Ach so, okay. Okay, also wir haben... Und warum ist er hier eigentlich hier vorne? Warum steht John? Kann ich den jetzt ansprechen hier? Warum kniet ihr da so nieder? Na, der schaut sich den hier meinen Huflattich da in der Ecke an. Alter Kräuterkundler. Als Miraculix der Gruppe. Okay, na, dann gehen wir mal gucken, ob wir hier noch was anderes Schönes finden. Aber es ist, aber das Grab von Anthony war nicht mit bei. Grab von Anthony war nicht mit bei. Und der ist am Anfang in die Flammen gelaufen. Ja. Also jetzt muss ich nochmal berechtigt fragen. Benny, hast du vielleicht mit deiner These doch recht? Ich weiß es halt nicht. Ich bin echt wirklich mir unsicher, ob... Ja, kann sein. Ich bin mir echt unsicher, wa? Es spricht irgendwie... Noch am Leben. Ja, es spricht irgendwie vieles dafür. Aber auch einiges dagegen. So. Also, ja, tatsächlich ist das wirklich. Ist Anthony noch am Leben und ist da Schauspieler geworden und hat sich Hopkins mit Nachnamen genannt? Wer weiß es? Lass es uns herausfinden, wenn wir durch diese Tor gehen. Okay. Okay, alright. Okay, also, die Geräusche gefallen mir ja nicht, wa? Was war das? Ja. Ach du Schande. Ah, jetzt sind wir hier hinter der Brücke. Weg von der Brücke. Je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Ich wette, Daniel und Taylor denken das Gleiche. Was haben wir? Ist der Typ wieder von der Fahrrad? Benny Boy, breathe. Keep cool. Jetzt kommt Y. Oh, das ist aber jetzt fies gewesen. Machen sie einfach ein A draus. Der Typ aus der Bar hat eine Reifenpanne, ist das? Oder ist einfach besoffen? Hängt da besoffen drauf oder was? Was macht er? Aber John erstmal ganz schnell wieder weg. Ah, John ist the Bruce hier irgendwie. Und ohne Licht. Besser aus dem Weg. Ohne Licht. Ach so, was verantwortungslos ist. Was hat die Frau gesagt, bevor sie sie ertränkt haben? Das Mädchen muss gestoppt werden. Hat sie dich gewarnt oder die Leute bei ihr? Weiß nicht. Eine? Na los, gehen wir. Okay. Ja, so bis jetzt kann man ja wirklich sagen, dass das kleine Mädchen in allen Zeitlinien eigentlich... Ich sehe mich drin um. ...ein Arschloch war. Kann man mal, also, oder? Ja. Also... Ja, und dann können wir alle fliegen! So, und jetzt spielen wir wieder Daniel. Daniel. Und Taylor. Taylor. Vor allen Dingen, die waren noch mit uns auf der Brücke am Anfang. Naja, wir haben ja einen Müllemann gemacht. Ich frag wir sind mich, da runtergesprungen. Ding uns verfolgen könnte.
glaube nicht, dass sie das tut. Woher weißt du das? Auf der Klippe. Woher weißt du was? Verwirrt. Eine, was? Eine Ausnahme? Bleib selbstbewusst. Ja, komm hier, bleib. Wir zwei bleiben jetzt nah zusammen. So, also, jetzt bist du plötzlich lieb und nett, hä? Huh? Wenn du nah sagst, wie nah genau? So nah? Ach Gott, ja, das fällt dir jetzt ein? Mal etwas näher. Ein bisschen näher. Noch näher. Natürlich. Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Ist mir gerade was bei mir im Zimmer runtergefallen. Du Scheiße. Finde einen Weg zu den anderen. Bleibt zusammen. Was war das gerade? Was war das gerade? Nichts gehört. Du sollst doch näher bei mir bleiben, Mensch. Ganz nah. Okay, und wir spielen Daniel. Okay, dann lass uns mal gucken. Hier gibt's ein schönes... Ein Schild? Der Witch Trail. Ah, okay, der Hexenpfad. Mhm, so. Können wir vielleicht doch einen anderen Weg nehmen? Heck, historischer Pfad von Little Hope. Finde ich jetzt nicht so toll? Das gefällt mir nicht. Lass uns woanders lang. Es gibt keinen anderen Weg. War da gerade was? Wo? Ach da war gerade was im Scheinwerferlicht. Deswegen war ja, die Steuerung ist manchmal so ein bisschen... Taylor. Das ist Taylor. Das war Taylor. Die Steuerung von der Lampe ist manchmal ein bisschen tricky. So, wo sind wir denn jetzt gerade? Also. Touristenhochburg. Nicht mein Lieblingsreiseziel. So, gibt da bestimmt irgendwo wieder was? You are here oder so. Nee, tatsächlich diesmal nicht, oder? Also ich sehe es auf jeden Fall gerade nicht. Doch, da. You are here, da oben, richtig. Ah, schau mal. Am zweiten Fluss. Ich kann leider nicht reinzoomen, ich würde gerne ein bisschen mehr... Also wir sind auf dem Weg anscheinend, weil wir sind ja von rechts unten gekommen, ne? Ganz rechts unten, bei Nummer 1, richtig, da unten genau. War ja das die Bar. Tilly Johnson Memorial sind wir dran vorbei. Genau. Die erste Brücke, da kam nochmal der... Was war er? Postbote oder irgendwas? War der Postbote? Oder, nee. Na, auf jeden Fall der aus der Bar. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Genau. Der kam ja mit dem Fahrrad, auf der zweiten Brücke... Ist jetzt quasi Angela und John auf die Brücke gelaufen, irgendwie, die ist zusammengebrochen. Und die mussten ja dann quasi rüberspringen, nachdem sie dann auf so einem kleinen Fragment der Brücke noch gestanden haben, während ja quasi Taylor und Daniel zurückgeblieben sind. Und die anderen drei sind jetzt quasi über den Friedhof, über Nummer 4 gelaufen. Und wir laufen quasi auf der anderen Seite lang. Und ich denke mal, wir werden uns am Museum treffen mit denen. Ich hoffe ich aus. Noch. Ja, hoffe ich noch. Kommt gut hin. Na, dann gehen wir mal über unsere eigene Mini-Brücke hier. Sam, wir sterben jetzt. Und vor allen Dingen, warum leuchtet er die ganze Zeit nach links, wenn ich nach da... Ich will geradeaus. Ich möchte doch geradeaus. Kannst du das mit dem zweiten Analogstick? Nein, ich versuche das schon. Zweiter Analogstick ist quasi immer das hier, also dieses Hin und Her. Das Game hier. Hey, hier drüben. Sieh dir das an. Eine Brücke. Und? Da würdest du da rüber gehen? Das Ding könnte immer noch hier sein. Im Wasser. Nein, wir haben es abgehängt. Bestimmt. Da, wo du fummeln wolltest? Ich verstehe nicht, warum man da in der Mitte läuft. Du gehst zuerst, oder? Du bist leichter als ich. Geh du vor. Ich gehe auf keinen Fall über diese bescheuerte Brücke. Wenn wir die anderen finden wollen, müssen wir... Er ist einfach ein Gentleman, der sagt der Ladies first. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Wenn die Brücke danach steht. Okay. Man sollte doch entweder ganz links oder ganz rechts laufen, am Geländer irgendwie. Ne? Wo am meisten Stützlast nach unten hoch ist. Aber nein, man nimmt natürlich die Mitte. Ja, ich sehe schon, komm, ich stürze gleich ein und dann muss ich hier ein paar Events hier durchziehen. Obwohl, geht durch. Ein paar Events durchziehen ist auch geil. Time for some events. Wow. Was ist das? Vor allen Dingen, ich konnte noch die Figur steuern, ne? Das war jetzt kein... Ach so. Ja, okay, ich kann ziehen. Nee. Okay. Hier vorne liegt nichts. Dann gehen wir mal dahin, wo der gruselige
Auch Danny hat zum Beispiel schon so leichte Schrammen jetzt am Ellenbogen. Das finde ich ziemlich cool irgendwie, dass du halt jetzt, sag mal, ernst blüht mal so ein Schadensmodell aus, so siehst irgendwie, dass die Leute halt auch nicht mehr aussehen, als wenn sie gerade frisch aus dem Bus geklettert sind nach dem Unfall. Was ist denn mit dem? Habe ich hier noch irgendwie meinen anderen Controller an oder was? Warum zeigt der denn immer nach links? Schau mal, hier vorne links aber was lesen. Ja. Siehst du das? Was denn? Hexengrab, was? Dieser Stein markiert vermutlich die Grabstätte der ersten Person, die im Rahmen der Hexenprozesse von Little Hope hingerichtet wurde. Ach, wie toll. Na, da lass uns doch mal gucken. Das ist doch mal ein schöner Sightseeing-Punkt, Benny. Ja, Point super. Of Interest. Super. Geil. Verschwinden wir. Lassen Sie uns los! Bitte. Mary? Mary! Mary! Ich bin hier drüben. Das ist jetzt Joseph. Mary. Der Quell des Bösen ist hier. Das Mädchen ist böse. Was? Das Mädchen ist das Böse? Achso, das bin ja ich, nicht du. Amy beteuerte es kurz vor ihrem Tod. Das Böse wird nur mit Mary ein Ende finden. Wer sind Sie? Warum sehen Sie aus wie John? Ich kenne keine Antwort. Vielleicht wurde ich schon mit einem Hexenfluch belegt. Da ist sie! Gefunden! Woher hast du sie? Ich habe sie selbst gefertigt. Ich nehme sie zu deinem Schutz. Verdacht und Betrug gehen Hand in Hand in Little Hope. Niemand ist sicher. Bitte, Tabitha, lass sie mir! Jetzt verfolgen wir die jetzt, oder wie? Anscheinend nicht. Ja, wie oft wollt ihr euch noch angucken? Nichts. Hier gibt's kein Telefon. Okay, also sitzen wir hier wohl wirklich in der Falle. Wo stecken die bloß? Weiß nicht. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Wir hätten den Busfahrer längst finden müssen. Wo ist der bloß? Ach ja, den haben wir immer noch nicht gefunden. Tja, was hat mit dem Busfahrer auf sich, wa? Irgendwie. Oh, was ist da vorne? Hey! Warum bist du immer noch hier? Was? Oh, also aber. Scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Mutterfigur des Jahres. Na? Geh weg. Geh weg. Oh, eine Falle? Ist doch eine Falle. Zur Trap. Willst du ihr folgen? Viel zu riskant, sie könnte uns in eine Falle führen. Ja. Das sind zwei Mädchen. Eins von früher, dieses aus der Jetztzeit. Vielleicht ist dieses Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Willst du nicht auf Daniel und Taylor warten? Wenn sie uns folgen würden, wären sie schon längst da. Dermaßen krasse Fehlentscheidung jedes Mal, dieser Mann. Bleib wachsam. Wer weiß, was vor uns liegt. Obwohl ich hier jetzt auch mal sagen muss, irgendwie, dass ich würde jetzt partout nicht sagen, dass unbedingt das Mädchen das Böse ist. Ne? Sondern? Also, das wurde bis jetzt immer so dargestellt. Okay. Hey, warte auf uns! Kusch! Okay. Kusch, ja. Widerlich! Mann, Angela, ey. Warum bist du bloß... Leute? So. Seid ihr das? Jetzt bist du mit Angela übrigens alleine. Jetzt... Was denn hier? Pick it like Beckham. Ich hab dich. John, hilf mir! Ja, John, hilf hier! John! Mach doch was! Oh, wham! Oh, nein! Oh, nein!
war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Renn doch nicht weg. Also renn doch weg, aber keine Ahnung. Ja, hüpf noch tiefer. Okay, naja, wo cool. Soll sie hin? Wo soll sie hin? Scheiße. Okay, ich übernehme gerade. It's going deeper, baby. It's going deeper. Verlasse die Kanalisation. Ja, ich. Siehst du was? Ich sehe nichts. Ja, es ist bloß so ein Lichtschein von hinten, quasi. Okay. Ich kann. Ja, da würde ich jetzt. Ich versuche zu sprinten. Was geht nicht auf? Buchse wäre so voll jetzt. Oh, bitte Gott. Was denn? Jetzt einfach so ein kleiner roter Luftballon von links nach rechts fliegen lassen. Georgie! Georgie! Wir können alle fliegen. Hier raus da. Hier raus. Ach doch, Rinne. Ja, lauf doch weiter. Und vor allen Dingen schneller. Ja, ihr habt doch mal Fersen gehält, Mäuschen. Gott, was für eine Scheiße. Jetzt. Was?